Coca-Cola feiert gerade doppelt Geburtstag. Seit 125 Jahren wird das braune Blöderli-Wasser in über 200 Ländern auf der ganzen Welt getrunken. Und seit 75 Jahren sprudelt Coca auch in den Schweizer Mühler. Zum Jubiläum schenkt sich Coca-Cola ein eigenes Museum. Möglich ist das dank der Sammlung von einem der grössten Coca-Fans, dem Zürcher Hans Frischknecht. Martina Kähli und Sebastian Rieder tauchen mit ihm ab in seine Schatzkammer. Seine Welt ist Coca-Cola und ab heute teilt er seine Privatsammlung mit allen anderen. Der Hans Frischknecht schenkt Zürich das erste Coca-Museum. Meine Tochter hat mich da angesteckt. Sie hat vor 22 Jahren angefangen zu sammeln, hat dann aber nach 5 Jahren aufgehört. Und ich war so begeistert von diesen Artikeln, weil sie so vielfältig sind, dass ich dann selber angefangen habe zu sammeln. Das sind Sessel, die aus den 50er Jahren sind. Da hat ein Sammler von Amerika die importiert. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, die jetzt zu kaufen. Das waren alte Kühler, die man umgebaut hat zu einer Lederpolstergruppe. Für seine Trauweihe aus dem Coca-Cola-Universum hat Hans Frischknecht schon ein halbes Vermögen ausgegeben. Wie viel genau, will der 62-jährige Kantonspolizist nicht verraten. Einzelne Bijo hat der Coca-Liebhaber aber schon für über 1'000 Franken ersteigert. Mit dem 125-Jahr-Jubiläum von Coca-Cola hat Hans Frischknecht endlich mal die grosse Chance, seine Schätze aus aller Welt der grossen Öffentlichkeit zu präsentieren. Und geht dabei auch dem Erfolgsgeheimnis von Coca-Cola auf den Grund. Wie sieht es denn aus mit der Rezeptur? Kennen Sie die? Selbstverständlich. Ich trinke sie fast jeden Tag. Aber jetzt im Ernst, also die eigentliche Coca-Cola-Rezeptur, die kennen Sie auch nicht? Nein, sicher nicht. Das ist schön eingeschlossen. Things go better with Coca-Cola. Things go better with Coca. Nebst dem Geheimrezept hat Coca-Cola den weltweiten Ruhm vor allem der Werbung zu verdanken. Der grösste Star unter den Coca-Figuren ist sicher der Santa Claus, der alle Jahre zur Weihnachtszeit über den Bildschirm flimmert. Coca-Cola ist natürlich rot-weiss, das kennen wir in der ganzen Welt rot-weiss. Und das ist natürlich Santa Claus, präsentiert genau das. So auch der Hans Frischknecht, der sich von seiner Traumwelt nur sehr schwer trennen kann. Wer einmal in die Welt von Coca-Cola will abtauchen, der muss pressieren, denn das temporäre Museum hier am Bleichenweg ist nur noch bis zum 14. Mai offen. Für Tele Zürich, Sebastian Rieder.